Hallo und willkommen zu unserem neuesten Strömvideo. Ich habe ein Zitat von Goethe gefunden, das ich gerne mit euch teilen möchte. Goethe sagt: Es ist so angenehm, zugleich die Natur und sich selbst zu erforschen, weder ihr noch dem eigenen Geist Gewalt anzutun, sondern beide in sanfter Wechselwirkung miteinander ins Gleichgewicht zu bringen. Passt das nicht wunderschön zum Yin-Shin-Jutsu, wo es ja auch darum geht, uns zu erforschen und in Einklang mit der Natur zu bringen? Also was Herr Goethe da sagt, das entspricht so sehr meiner Überzeugung, dass ich euch unbedingt daran teilhaben lassen wollte. Die Natur tut uns Menschen einfach gut und ich glaube, es gibt keine andere Jahreszeit wie den Frühling, wo es uns allen so leicht fällt, in Kontakt mit der Natur zu kommen. Unwillkürlich bleibt man stehen und schaut, wie die ersten Knospen erscheinen, die ersten Frühlingsblümchen aus dem Boden kommen und man genießt einfach die aufstrebende Energie der Natur. Der Sommer ist vielen Menschen zu heiß, der Herbst ist oft schon ziemlich trüb, der Winter ist vielen zu dunkel, aber ich glaube, den Frühling findet einfach jeder gut. Ja, und da kam mir dieses Zitat von Goethe wie gerufen. Es tut wirklich gut, draußen Zeit in der Natur zu verbringen. Und es tut auch gut, mit Hilfe des Yin-Shin-Jutsu zu versuchen, sich und seinen Körper, Geist, Seele, Wesen mit der Natur in Einklang zu bringen. Denn ich glaube, das ist das, was Goethe damit sagen möchte, dass immer dann, wenn wir versuchen, im Einklang mit der Natur zu leben, im Rhythmus mit der Natur, wenn wir uns ihr überlassen, also ganz natürlich leben, dass wir dann so sein können, wie wir sein sollen. Ja, das ist ein großes Thema und Bettina war so lieb und hat euch eine wunderbare Meditation dazu eingesprochen. Es ist eine alte taoistische Meditation und ihr könnt dazu die Finger strömen. Bettina sagt die auch an. Aber sie werden ganz einfach im Jahreskreislauf geströmt. Es geht los mit dem Holz, mit dem Mittelfinger, mit dem Frühling. Dann kommt der kleine Finger, der dem Sommer zugeordnet ist. Dann kommt der Spätsommer, der Daumen für die Erde. Dann kommt der Ringfinger, der eben zum Herbst gehört. Und zum Schluss der Zeigefinger, der dem Wasser- und dem Winterelement zugeordnet ist. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Genießt es. Und ja, glaubt mir, es tut wirklich gut, mit der Natur, auch mit seiner Inneren, ganz intensiv in Kontakt zu kommen. Servus, bis zum nächsten Mal. Fünf Elemente Meditation. Dies ist eine alte taoistische Meditation, bei der die fünf Elemente mit den dazugehörigen Farben, Organen, Emotionen und Jahreszeiten verwendet werden. Von uns wurden die Finger zugeordnet. Es ist eine großartige tägliche Meditation, die du morgens durchführen kannst, während du noch im Bett liegst, um deinen Körper sanft zu wecken. Oder nachts beim Einschlafen, wann immer du zur Ruhe kommen möchtest. Sie hilft, alle lebenswichtigen Organe mit heilender Energie zu versorgen und gleichzeitig die Emotionen auszugleichen. Beginne damit, langsam und gleichmäßig in den Bauch zu atmen.
Atme dabei durch die Nase ein und wieder aus. Lasse deine Atmung langsamer und tiefer werden. Lege deine Zungenspitze an den Gaumen hinter den Vorderzähnen und entspanne deinen Kiefer. Der Mittelfinger. Holz, Grün, Leber, Wut, Frühling. Halte den Mittelfinger und atme die Farbe Grün in deine Leber ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, grünen Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase aus. Atme noch einmal die Farbe Grün in deine Leber ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, grünen Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase aus. Atme noch einmal die Farbe Grün in deine Leber ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, grünen Licht füllt und atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Der kleine Finger. Feuer, Rot, Herz, Vorstellung, Sommer. Halte deinen kleinen Finger und atme Rot tief in dein Herz ein. Stell dir vor, wie sich dein Herz mit heilendem, roten Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme noch einmal die Farbe Rot tief in dein Herz ein. Stelle dir vor, wie dein Herz sich mit heilendem, roten Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme ein drittes Mal ein und stelle dir vor, wie dein Herz sich mit rotem, heilendem Licht füllt. Und atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Der Daumen. Erde, Gelb, Milz, Sorge, Spätsommer. Halte den Daumen und atme die Farbe Gelb tief in deine Milz ein. Stelle dir vor, wie sich deine Milz mit heilendem, gelbem Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme noch einmal die Farbe Gelb tief in deine Milz ein. Stelle dir vor, wie sie sich mit heilendem, gelbem Licht füllt. Und atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme ein drittes Mal die Farbe Gelb in deine Milz ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, gelbem Licht füllt. Und atme dann langsam durch die Nase wieder aus.
Ringfinger, Metall, Weiß, Lunge, Trauer, Herbst. Halte deinen Ringfinger und atme Weiß in deine Lunge ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, weißem Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme noch einmal die Farbe Weiß in deine Lungen ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, weißem Licht füllt. Atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme noch einmal die Farbe Weiß in deine Lunge ein. Stelle dir vor, wie sie sich mit weißem, heilendem Licht füllt. Und atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Der Zeigefinger. Wasser, Schwarz, Nieren, Angst, Winter. Halte den Zeigefinger und atme Schwarz in deine Nieren ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem schwarzen Licht füllen. Atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme noch einmal schwarzes Licht in deine Nieren ein. Stelle dir vor, wie sie sich mit heilendem, schwarzem Licht füllen. Und atme dann langsam durch die Nase wieder aus. Atme ein drittes Mal schwarzes Licht in deine Nieren ein. Stell dir vor, wie sie sich mit heilendem, schwarzem Licht füllen und atme langsam durch die Nase wieder aus. Mit der Zeit und etwas Übung wirst du in der Lage sein, die Farben klar zu visualisieren. So hast du, egal wo du auch bist, die Möglichkeit zu üben. Du kannst weitere Wiederholungen hinzufügen, wobei die Zahl 3, 5 und 9 im Daoismus für Heilung stehen. Beende deine kleine Heilreise mit 3 tiefen Atemzügen in deinen Bauch. Und mache dir bewusst, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt, Lao Tzu.